Hallöchen, da sind wir wieder. Metzger und Dark Souls 3 und diese hängenden Leichen. Oh, nicht sehr, an einer dieser hängenden Leichen ist eine. Ist ein Item. Jetzt nicht mehr. Also gleich nicht mehr. Jetzt immer noch, aber. So, große Seelen. Ah, da sind mehrere von denen. Ich werde mir die jetzt mal genauer angucken. Ich vermute, dass. Oder was auch sein kann, ist, dass die, die Monster sind, sich bewegen. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe eine Bewegung gesehen, Kenos. Das ist eine super ekelhafte Idee, Leute. Eine unheimlich ekelhafte Idee. So, die müssten jetzt eigentlich nach meinem Verständnis alle gechillt rumvegetieren. Okay, also ganz. Du dürftest eigentlich keiner sein. Ne. Du eigentlich auch nicht. Oder? Ja, alles gut. So. Eine sehr, sehr, sehr beunruhigende Idee. Das. Und das sieht wie ein sehr, sehr hübscher Gang aus. Oh. Oh, hallo. Okay, der hält ein bisschen mehr aus als andere, aber ich vermute, dass das so schlimm auch nicht sein wird. Aber der trägt eine Sichel. Ich könnte mir vorstellen, dass der hinter meinem. Genau, der macht. Der macht Schaden trotz Schild. Das ist das selbe Prinzip, das auch in Dark Souls 1 Anwendung fand. Gebogene Schwerter konnten hinter Schilde schlagen. Above. Okay. Above. Heißt es. Von oben kommen welche, oder was? Hui! Aha! Au, au, au! Ja. Alles klar. Dankeschön. So, das ist. Be wary of above. Wird beides gut bewertet. Ich könnte das jetzt natürlich ausnutzen und hier auch eine hinklatschen, aber im Grunde hat man ja nichts davon, wenn Nachrichten gut bewertet werden, die eigenen. So, zumindest habe ich das Gefühl bisher nicht, dass das irgendwie passiert ist. Allerdings bei mir jetzt auch noch nicht passiert. Also von daher. Naja, egal. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Andere machen das schon. So, einen Moment. Welcher von euch bewegt sich? Das müsstest du sein. Ja. Du eigentlich nicht, ne? Oder? Hab ich vertan. Ne. Ja, du aber auch. Du nicht. Du denn? Nee. Ihr solltet. Ja, ihr solltet gechillt sein. So. Es wird hier sehr verzweigt. Wenn mich das nicht täuscht hier. Ich meine, ich hätte ja da hinten auch noch weiterlaufen können. Oh, jetzt bin ich hier. Und da ist wieder einer von den Bauern. Und da hinten ist eine Dame, die mich bereits beschießt. Mit ihrer komischen Kacke da. Ich weiß gar nicht, wie sie mich hier sehen will. Finde ich nicht in Ordnung.
Vielleicht kann ich sie da irgendwo wegsnipen hier. Sullivan, Unknown Traveler. So, da unten ist auch noch was. Ich möchte jetzt aber ungern hier runterhüpfen und das da probieren. Ich denke mal, da kann man auch woanders hin. Von woanders hin. Die ganze Gegend hier gefällt mir richtig, richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, sind die Geräusche, die hier so passieren. Kann ich die Dame von hier treffen? Ja, kann ich, aber ich mache so gut wie keinen Schaden. Das ist sehr schade. Ja, gut. So, sie... Uah, nein! Okay. Das ist irgendeine fiese Magie. Sie gefällt mir nicht. Das ist auch irgendeine fiese Magie. Magische Kerzen. Und das habe ich jetzt gerade nur durch Zufall gesehen, dass man hier rein kann. Da kommt die garstige Magie wieder. Hui! Hui! Aha! Oh shit. This is no fun. Oh no, 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 no. Nee, das war unvorsichtig. Wenn schon eine Tür explodiert, beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Tür, eine verbarrikadierte Tür, die Barrikade explodiert, dann sollte man vermutlich erstmal warten, was rauskommt und nicht sofort reinstürzen. Derp. Ja, du lachst! Du lachst, junge Frau. Soll ich das für richtig, für in Ordnung halten, oder was? Nee, nee. So. Na, du. Du wirst noch sehen, warte. Wie bist denn du gestorben? Du hast du hast wahrscheinlich den Hammertypen gekillt, beziehungsweise hast dich killen lassen von dem Hammertypen. Ich möchte die Dame gerne. Lizard? Aha. Ah, ich kann die bestimmt von hier wegsnipen. Jo. Was? Das ist also die Ehefrau von dem Typen aus Demon's Souls. Oder irgendwie verwandt oder ähnliches oder gleicher Kleidungsstil. Könnte ja durchaus aus der gleichen Welt stammen. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Es scheint bisher so eine Art Konglomerat aus Dark und Demon Souls zu sein. Ah, jetzt sind wir hier. Titanite Shard nehme ich. Ich bin gespannt, ob die das dann irgendwie auch storytechnisch erklären. Oder ob das nur so ein Best-of bleiben wird. Ich meine, bisher ist ja noch nicht geklärt, was Lothric überhaupt ist. Okay, da ist... Da könnte ich gleich mal runterhüpfen. Kann ich hier hochlaufen? Nee. Da ist ein Lizard, der ist mir jetzt aber nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, ist
Leben. Und so wenig sterben wie möglich. So. Ah, jetzt bin ich hier. Hier hat sie sogar noch was verbarrikadiert. Und Titanite Shard. Sehr gut. So. Kann ich von hier irgendwo hin? Nee. Das scheint nicht der Fall. Nun denn? Vitor geitert, wa? So, was ist hier? Hier scheint nichts zu sein. Das ist in Ordnung. Oder kommt jemand? Weil ich krach. Mach. Scheinbar nicht. Dahinter könnte jemand stehen. Und man muss natürlich auch immer aufpassen, dass niemand von den Grey-Red-Klonen von oben springt. Was jetzt auch hier der Fall sein könnte. Nein, da kommt... Was zur Hölle bist du? Oh mein Gott! Der... Hatte so eine Säge? So eine Zweihandsäge? Hallo. Die sind deutlich... Sharp Gem. Die sind... Lese ich mir gleich durch. Die sind deutlich länger da als in anderen Spielen. Anderen Souls-Spielen. Also die Lizards. Glaube ich. Zumindest habe ich den Eindruck. Bisher. Ah, okay. Oh! Leuchtfeuer! Leuchtfeuer. Lalalala, Leuchtfeuer. Lalalala. Yeah. Moment, lass mich das erstmal anmachen. Und lass mich raten, durch diese Tür komme ich von dieser Seite nicht durch. Oder komme ich nur von dieser Seite da durch? Das wird sich gleich herausstellen. So, schauen wir doch mal. Rumpti-dumpti-du. oh mein Gott. Kann es sein, dass ich da hätte den anderen Weg nehmen müssen, um dahin zu kommen? Und dass sich dann hier so ein Kreis öffnet? Ein wundervoller. Das wäre großartig. Ich kann es jetzt allerdings nicht beurteilen. Ich werde mal gucken, ob ich mich um den Vogel da kümmern werde. Beziehungsweise gucken werde, was der kann. Er klingt schwer. Das tangiert ihn mal überhaupt gar nicht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, der hat wirklich eine Säge. Wie geil das ist. Ich weiß nur nicht, was das Ding auf dem dahinter sein soll. Wahrscheinlich wollte der gerade Holz sägen gehen und diese Vorrichtung da hinten war irgendwie zum Tragen von Holzlatten. Keine Ahnung, von Bäumen. Wer weiß das? Oder der hat zwei Phasen und benutzt in Phase 2 dieses Ding hinten auf seinem Rücken als Holzschild und packt dann die Säge, die Zweihandsäge, einfach mit einer Hand an. Könnte ich mir auch gut vorstellen. So, wo sind wir hier? Beziehungsweise in welche Richtung gehen wir jetzt hier eigentlich? Beruhigen sieht das hier beim besten Willen nicht aus. Nach dem Überlegen, was? Das ist eine kleine Brücke gewesen. Wo sollte die denn hinführen? Das war vermutlich alles mal ein bisschen größer, könnte ich mir vorstellen. Okay. Das sieht echt aus wie eine Kirche. Da ist eine Nachricht. Illusion ahead. Was? Appraisals 2? Okay. Illusion. Das klingt schon mal sehr vielversprechend.
Was meint er damit? Meint er, dass das alles gar nicht da ist, oder? Wir werden sehen, oder halt auch nicht. Was? Oh, wie war, wo, was? Oh, sag mir nicht, dass diese ganzen Dinger hier Pfeile sind. Die irgend so ein wahnsinniger Bekloppter da hinten abschießt. Oh weh. So richtig sehen kann ich aber nichts. Da hinten ist irgendwie... Da liegt eindeutig zu viel rum. Das sieht aus, als wäre das hier mal ein sicherer Tod. Ich denke, ich werde jetzt noch einen Meter gehen und dann abhauen. Oder doch noch. Wow! Ja, ich mache einen Abgang! Jo. Nicht meine Welt. Wo zur Hölle bin ich jetzt hingelaufen? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Wollte ich hier hin? Doch, klar. Da ist ja das Leuchtfeuer. Ich gehe mal eben zum Firelink-Shrine. Wechsel mein, beziehungsweise rüste meinen Estus-Flakon auf. Und dann werde ich nochmal zurückgehen zum Under Settlement. Müsste ja hier richtig sein. Ja, genau. Und dann werde ich den anderen Weg nehmen. Ne? Den Weg über die Brücke, den ich nicht gegangen bin vorhin. So, Firelink-Shrine, please. Dann will ich doch verdammt sein, wenn wir nicht irgendwie weiterkommen. Dragon Slayer, Great Arrow. Ja. So, dann will ich mal eben meine Estus verbessern. Dann rede ich mit Gray, Red und bringe ihm die schlechten Nachrichten. Ah, well met. 'Tis good to see ye in good health. What needs smithin this day? Und dann schaue ich nochmal, wer denn hier so was Neues zu erzählen hat. Ob überhaupt irgendjemand was Neues zu erzählen hat. So, ich behalte immer noch Fokus, beziehungsweise die Asche-Estus, weil... Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Man weiß ja nie, nö? Oh Mann. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part, huh? Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As... well... a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the ring as, well, a little trinket of thanks, I suppose. Hätte jetzt doch mit ein bisschen mehr Reaktion von seiner Seite aus gerechnet, aber vielleicht ist er da nicht der Typ für. Hat er irgendwas von anderen? Blood Red Mossklomp. Mossklomp. Mossklomp, was war das? Reduces Building.
Bleeding Build-Up. Alles klar, stimmt, da war ja was. Ich habe die ganzen Moosklumpen fast nie benutzt, glaube ich. Goodbye. And stay safe. Ja, du auch, ne? Ist jetzt die Frage, ist der andere Typ, den ich befreit habe, auch hier irgendwo? Ich rede jetzt nochmal mit Andre. Well, Matt. Wer hat der was zu erzählen? Vermutlich nicht, aber. There are two ways. Simple, reinforced, reinforced. Infuse, reinforced. Bring it, that's my purpose in battle. Ma, another matter. Oh. Infusing weapons with gems requires a smart. Naja, das hat er auch schon gesagt. Oh, by the way, if you find them, they could be under. Das hat er auch schon gesagt. Weapons and protection are sturdy enough by a book. Das hat er auch schon gesagt. So. There are two. Alles schon gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. Nichts Neues hier. So, da war Grey Rat. Vielleicht. Genau, der Pilger. Vielleicht ist er auch hier inzwischen. Vielleicht bin ich gerade auch schon an ihm vorbeigelaufen, ohne es gemerkt zu haben. Wer weiß. Würde ich mir alles selbst ganz, ganz wundervoll zutrauen. Weil ich so verpeilt bin. Aber hier steht er nicht, ne? Ne. Oder? Ne. Der König sitzt auf seinem Thron. Weiterhin hat wahrscheinlich auch nicht mehr zu erzählen als vorher. Der ist nicht mehr da, okay. Steht er jetzt woanders oder ist er einfach nur nicht mehr da? Aha! Habe ich doch gedacht, dass der hier ist. Oh, our Champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Draw out true strength? This? As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. Oh, Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Mhm. Beckon. So, herbeirufen, ne? As I have said, but I perhaps weep that though. Dann versuche ich das so einfach mal. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Hä? Erwis? Ich kann Level aufsteigen. Okay. Das ist dann so ein einmaliges Ding, oder was? Okay, das behalte ich dann erstmal für mich. Denke ich, also das werde ich jetzt erstmal nicht tun. Interessant. Was bietet er denn an? Soul Arrow. Also alles Mögliche. Was mich überhaupt nicht interessiert, weil ich bin kein Magiebenutzer. So. Be safe, Champion of Ash. Mach ich. Ich bin gerade am Überlegen. Die Pilger tragen ja ein Panzer auf dem Rücken. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schildkrötenpanzer. Das ist bestimmt so eine Art Selbstgeißelung. Könnte ich mir vorstellen.
Allerdings wachsen darunter irgendwelche Dinge. Das sind Wurzeln. Oder Wurzeln nicht, Pflanzen. Verwirrend. Verwirrend. Sehr verwirrend. Heißt das, dass das Ding da schon lange drauf sitzt und er langsam Wurzeln schlägt? Oder was bedeutet das? Man weiß es nicht. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Andere wissen es vielleicht. Oh, yet to give in, eh? Good. Ooh. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. Mm-hmm. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Uh-huh. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Ich würde fast sagen, nee. Aber das ist Dark Souls, also ja. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. At the foot of Lothric. Alter Zyniker, Mann. Ah, praise the sun. Nö, mach ich nicht. Try real, warum? If only I had a brief respite. Welcome home, Ashen One. Aww. Speak thine heart's desire. Ich möchte gerne mit dir reden. Ashen One. To be unkindled. Du hast noch 22, das ist schade. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Hm. Ulysseel. Ulysseel. Ich bin überlegen. Es ist auf jeden Fall dieselbe Welt wie Dark Souls hier. Logischerweise. Es ist. Es gibt Bonfires und es gibt Vinheim. Der Sorcerer von unten, also der gute Pilger, hat von Vinheim gesprochen. Dass in Londor gezaubert wird, in Vinheim die Zauber aber allerdings etwas raffinierter sind. Heißt besser ausgebaut oder ähnliches. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Du könntest mir was Neues erzählen. Ashen One. If my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Is it not? Aber du sagst nichts Neues. Das ist schade. So, hast du irgendwas? Habe ich gerade schon geguckt, oder? Kann das sein? Ich kaufe mal die Torch und probiere die mal aus. Ich möchte mal. Ja, erzähl mir mehr. Ich möchte wissen, was das bringt, was die Fackel bringt. Und ob die nur einmal einsetzbar ist oder mehrmals. Kann ich damit auch angreifen? Okay. Die ist halt wirklich nur dafür da, um Licht zu machen. So wie mir scheint. Gut, die behalte ich doch jetzt einfach mal im Inventar. Ich bin am überlegen, ob ich auflevel. Aber da unten ging es mir eigentlich ganz gut, was mein Level anging. Deswegen. Ach, ich bin mir unsicher. Ich werde. Was ich tun werde, ist. Ich war gerade verwirrt. Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Ich werde mir nochmal eben einen Nachschub an Pfeilen kaufen. So. Und wenn ich
vermute ich, wenn ich in den Firelink Shrine zurückkehre, wird mein Vorrat immer aufgestockt. Gehe ich einfach mal von aus. Oh, crap. Und was die Zahl, die mir unten angezeigt wird, ist der Platz, der noch vorhanden ist. In meinem Inventar selbst und hier im Lager sozusagen. Ja, es ist schwierig hier wieder von Englisch auf Deutsch. Ich fahre mal mit meinem Trecker weg. Vom Englisch auf Deutsch zu wechseln, ist nicht immer so leicht. Ja, wo wir dann bei Bauern wären. Wir gehen wieder zurück zu den Bauern. Also von Deutsch auf Bauern ist jetzt nicht so weit. Organized Storage Box brauche ich immer noch nicht. Ich traviele jetzt erstmal und zwar genau hier an der Settlement. Und dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich... Meine Haare waren weg, kurzzeitig. Gucke ich mal, was passiert, wenn ich über die Brücke gehe. Über die Brücke. Brücke, Brücke. Bam. Moment, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Alles klar. Nee, bin ich nicht. Da hinten gab es noch ein Feuer. Das ist aber nicht offensichtlich. Au, lass das sein. Das ist aber anscheinend nicht direkt anwählbar. Das ist traurig. Oh, crap. Keine gute Dings betrieben. Moment, da hinten ist Dornfeuer? Nein, Quatsch. Zu dem will ich ja gar nicht. Ich will ja nur runter. Genau, oben war noch einer. Das heißt, da gehen wir hin. Der hüpft sonst runter. Ja, los, greif mich an. Nicht? Also, ist das allgemein so, dass dass Gegner nicht angreifen, wenn man... Wenn man direkt vor ihnen steht. Das scheinen die nicht so richtig zu... Da kommen die anscheinend nicht so recht mit klar. Habe ich das Gefühl. So, genau, hier wollte ich lang. Ich guck mal, ob ich das machen kann, ohne dass die sich jetzt hier großartig aufregen. Ne? Sollte eigentlich gehen, ne? Ihr regt euch nicht auf, ne? Ja. Alles gut, so. Dann gehe ich doch mal hier gucken. Hallo? Oh! Oh, oh, oh! Das ist ein Feuerbombenwerfer. Ich verstehe. So einer ist das. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Item. Was nicht bedeutet, dass ich hier nicht lang gehen werde. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Da geht's noch komplett weiter. Das ist hier nur so ein kleiner Ort. Ein Stall, wie mir scheint. Be wary of right. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In den Ställen, beziehungsweise... Da sitzen sie, die Bauern. Und warten, dass jemand vorbeikommt. Ihr fiesen... Möps, ihr. Oh. Arbeiteranzug. Und eine Seele. Okay. Irgendwas macht hier Geräusche. Okay. Oh, hi. Okay, du bist ein anderer. Du bist ein anderer. Das ist interessant. Der trägt ein Schwert, das... viel zu groß für ihn ist. Was aber nicht heißt, dass er ungefährlich ist. War das ein Claymore?
sah so aus, als hätte... Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Parierstange ist ja das, was eigentlich fast jedes Schwert hat. Aber diese Spitzen, die sich direkt an der Klinge befinden, das könnte mir jetzt Johannes mit Sicherheit sagen. Der kennt sich damit aus. Er ist Schmied. Von daher... Wait, what? Oh weh, das gefällt mir alles nicht hier. Überhaupt nicht. Oh, Caduceus Rundschild. Mein Wu... Wo bist du? Wo bist du? Bist du... Ah, da oben bist du. Alles klar. Nee, dann gehe ich nochmal zurück. Geh da oben rechts lang. Aber das ist doch wirklich ein... Das ist ein Stall. Hier werden... Pferde gehalten, gehe ich von aus. Ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen die Pferde hier raus? Na doch, klar, da. Ist ja logisch, hier ist eine große Tür. Dö-dö. Ich gehe davon aus, dass da Pferde gehalten werden. Oder auch Schweine. Ginge auch. Schweine gingen auch. Ah, alles klar. Alles klar. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Blasrohrmunkels. Und das seid ihr ja nun mal. Nur nicht giftig, zum Glück. Das hätte mir jetzt komplett den Spaß verdorben. Oh, Moment. Moment. Darf ich dich hier runter bitten? Warum schreit der? Das finde ich milde beunruhigend. Lass das sein. Ah. So, ich muss hier einen Sniper-Spot finden, sonst werde ich die nicht los. Die Herren der Schöpfung. Wo sind denn die jetzt? So, den einen... Ach, da oben, ne? Nein, den treffe ich nicht. Crap. Das ist suboptimal. Ich hoffe, dass die runterspringen, wenn man sich denen zu sehr nähert. Zumindest ist der runterspringen. Oh, hi! Oh, crap! Oh, crap! Oh, crap! Nope, 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 nope. Ich bin so gut wie tot. Das ist kein gesunder Zustand. So. Hätte ich mir ja auch denken können, ne? Eieiei. Da habe ich nochmal mehr Glück als Verstand gehabt wieder. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Ich gehe jetzt mal unten lang. Da könnt ihr mich zumindest nicht so extrem leicht treffen. Dummerweise ist hier nichts. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Bis auf eine gute Aussicht sehe ich jetzt gerade. Ich muss echt aufpassen, dass ich das nicht alles vergesse. Mir den ganzen Sheet hier mal anzugucken. Guckt euch das an, das sieht so großartig aus. Das gibt's gar nicht. Und da hinten, das klingt so, als wären da ja, tonnenweise Krähen, beziehungsweise Raben. Und das klingt eher nach Krähen. Ah, oh, dieses Spiel, das gibt's gar nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ja, ja. Ist in Ordnung. Nee, ich kümmere mich jetzt erstmal um dich hier. Ich würde das begrüßen, wenn du runterkämst. Hast du nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Dann komme ich halt zu dir. Gar kein Problem mit. So, wo ist der andere? Ist der hier drauf? Ach, der steht da! Ja gut, dann gehe ich da vielleicht gleich auch mal gucken. Aber erstmal hole ich mir das hier. Homeward Bone. Habe ich noch keinen von benutzt.
Ey, der ist neu. Der hat einen Käfig auf dem Rücken. Scheibenkleister, Mann. Das ist so großartig. Ich liebe dieses Design. Das ist einfach... Oh. Also ich da... Da haben die Leute von Software bei mir einfach irgendwie einen Nerv getroffen. Feuerbombe. Feuerbombe. Ach so, das ist der Typ, den ich hier gesehen habe. Der über mir stand. Da lag ja ein Item, das habe ich eingesammelt. Da ging es weiter. Die Frage ist jetzt gerade... Meine Frage ist jetzt gerade... Wo zur Hölle gehe ich lang? Da sind nämlich ganz viele von diesen Vögeln. Und da sind ganz viele von diesen Vögeln, aber... Ne? Wo gehe ich hin? Wo möchte ich lang? Wo ist der logische Ort zum Weitergehen? Ich nehme nämlich an, dass ich da hinten irgendwann mal hinkommen werde, aber... Da ist dann gleichzeitig auch die Frage, oh Hunde, möchte ich da hin? Möchte ich dahin? Und da ist dieser... Ach, das ist... Einer von den, Ja, komm mal zu mir hier. Ich lasse mich dann nämlich da auf dich, fallen. Oder auch nicht. Ja, hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Oh. 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 Oh, Moment. Geplant war das anders, mein lieber Freund. Aber hey. Ja. Der Plan war interessant, aber die Ausführung nicht so gut. Kenne ich ja nicht, an, nicht wirklich anders von mir. So, jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht, war ich vorhin schon mal tot? Wenn nicht, dann habe ich soeben meinen Glutzustand verloren. Nee, den hatte ich vorhin schon nicht mehr, glaube ich. Da bin ich mir jetzt so sicher nicht mehr, irgendwie. Nee, klar. Den hatte ich vorher schon nicht. Nee, auf jeden Fall habe ich den Glutzustand nicht mehr. Was aber jetzt auch bedeutet, dass ich gerne mal einen von diesen Typen mit meiner Fackel zerhacken möchte. Moment. Ich habe, glaube ich, momentan noch zu viele. Shortsword brauche ich gar nicht. Lass dann einfach nur den... Lass dann die beiden hier drin und das zu erreichen. So, jetzt möchte ich mal gucken. Brennst du? Hast du Angst? Oh. Oh, der hat Angst. Das mit dem, mit den Pflanzen, die aus Leuten wachsen, ist ja irgendwie so ein laufendes Thema hier. Das ist ja bei den Pilgern so und bei den Leuten, die auf Pflanzen aufgespießt zu sein scheinen. Ja, es ist eindeutig hier Folter passiert, aber warum? Nicht die leiseste Ahnung, Kinders. So weiter es geht. Versuch Nummer
2 in diesem Bereich. Diesmal etwas vorsichtiger. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh ne. Der Typ. Wie weit kann der denn werfen, bitte? Okay. Ich bin jetzt außerhalb seiner Reichweite. Ist in Ordnung. Der kann mich jetzt mal. Mein lieber Freund, du kannst mich. Hui. So. Was hast du davon? Ne? So, hier war nix. Doch, hier konnte ich schon weiterlaufen. Hier waren die Speermunkels und die Typen. Au. So, hier kann mich keiner kriegen. Oh, hier sind... Hier sind die beiden wieder. So, alles gut bisher. So. Jetzt gehe ich da erst hoch. Kümmere mich um ihn hier. Kann ich dann auch gleich mal sehen, ob ich Schaden bekomme, wenn ich backstabbe. Das ist nicht der Fall. Jetzt geht's hier hoch. Und dann da hinten hin. Oder halt auch nicht. Oh weh. Ah. Diese. Warum schreit er? Das ist beunruhigend. Du wirst nicht selbst getroffen, das ist dein Schild, das getroffen wird. Der getroffen wird. Derp. Plankenschild. Moment, war ich hier nicht? Aha. Ich sehe, dass du dich bewegst. Warum? Okay. Ist das irgendwie besonderer oder warum hat er so viel Leben? Waren das nicht Two-Hits mit dem Bogen vorhin? Auf dem anderen Weg? Oder habe ich mich da vertan? Eigentlich nicht, oder? Ich wollte doch vorhin irgendwas nachgucken, oder ne? Ich hatte doch irgendwas aufgesammelt, wo ich nicht genau wusste, wie und warum. Und da wollte ich mir doch angucken, was das Spiel dazu zu sagen hat. Bei den Worker Trousers jetzt nicht unbedingt. Worker Garb. Official attire for the dissection and burial of undead. Naturally, the ceremonial significance of such work is long forgotten. Indeed, no one could continue to entertain such horrors. Garb worn by inhabitants of the undead settlement. Achso. Liebesmaske. Noch momentan habe ich ja nichts auf. Ja, genau, das wollte ich mir angucken. Standard round wooden shield, it is decorated with twin snakes. Wenn man das umgekehrt hält, hat das so ein bisschen was von Omega. Twin snakes, an ancient symbol of the great swamp. Okay. Wooden shield, so light, manageable and offer relatively high magic absorption. Ja, das ist ja bekannt. Makeshift shield cobbled together from wooden planks. Provides minimal protection and at the cost... Provides minimal protection and at the cost of moderate humiliation. Naja, also so lächerlich ist der Schild jetzt doch nicht, ne, finde ich, eigentlich. Ah, super. Das ist natürlich... Na gut, zumindest kriege ich sie hier wieder. Das ist ja schon mal was. So. Türen öffnen ist hier nicht. Das heißt... Oh, hi. Ah, okay, da könnte ich wieder zurücklaufen, wenn der mir zu blöd wird hier. Aber ich nehme an, eigentlich müsste der machbar sein. Wenn der so...
wenn das mit ihm so läuft wie mit seinem Kollegen. Nehme ich an. Hi. Hallo. Nee, Moment. Die Fackel wollte ich jetzt nicht. Nimm dies. Nimm dies. Oh. Okay, es läuft nicht so wie mit seinem Kollegen. Nein, es läuft vieles, aber nicht wie mit seinem Kollegen. Okay. Käfigtyp ist deutlich aggressiver und hat Rubbish bei sich. Was steht denn hier so in diesem Spiel? Dark Souls 1 hieß es noch, dass wer Rubbish bei sich trägt, bekloppt sein muss. Who in their right mind would bother carrying this around? Perhaps you need help. Ja. Danke, Spiel. So, okay, das ist eindeutig einer der etwas härteren. Ist ja auch klar, er trägt einen Käfig und keine einfache Holzlatte. Hätte ich ja auch von alleine drauf kommen können, ne? So, dem Braten traue ich aber mal wieder nicht. So eine Ansammlung von Krähen finde ich gleichzeitig irgendwie immer unheimlich interessant, aber auch irgendwie beunruhigend. Das ist immer so, wenn sich Krähen auf einem Feld irgendwie zusammenrotten, finde ich das... Na, komm. Ja, toll. Toll hast du das gemacht. Da will ich jetzt aber nicht runterhüpfen. Da ist mit ziemlicher Sicherheit was Böses drin. Oh, da möchte ich nicht unbedingt hin, glaube ich. Zumindest jetzt noch nicht. So, das ist jetzt aber eine Sackgasse. Ich habe jetzt hier nur das Item gekappt. Und den jungen Herrn getötet, der mir seinen Müll hinterlassen hat. Großartig. Das heißt, ich muss jetzt hier auch wieder runterhüpfen. Das ist gut zu wissen. So, dann gucken wir doch mal weiter. Heißt gleichzeitig, glaube ich, auch, dass... Nee, ich wollte gerade sagen, da muss ich durch den Stall durch, aber das ist ja Quark. Ich kann auch einfach hier rüber gehen, wobei hier muss ich ja gar nicht rüber gehen. Reicht doch eigentlich das schon, oder? Hint ahead. Was? Die Hint. Nee. Na doch, dann hüpfe ich da oben runter. Also hier so. Das müsste dann eigentlich reichen. Hi. Kann ich dich backstabben? Ja, kann ich. Mach ich auch. Habe ich hiermit getan. Bist du stolz auf mich? Nee, du bist tot. So, hier sind ganz viele Tote. Warum ist das so? Finde ich wenig in Ordnung. Das ist so mein Lieblingsausdruck gerade, glaube ich. Finde ich wenig in Ordnung. Touch Bloodstain. Aber die Bloodstains sind irgendwie, beziehungsweise die Leute, die Bloodstains... benutzt haben, sind gar nicht mehr da. Was ist denn da? Da. Da. Oh, du schmeißt nicht wirklich von unten Feuerbomben, oder? Du bist ja dreist. Nee, ne? Nee, von wo? Bitte, was? Weißt du was? Mach das nochmal. Ja, nochmal. Was hast du davon? Alter, bist du dreist. So, Scheibe! Blub, blub, blub. Ich hab's mir gedacht, irgendwo explodierende Fässer, hast du nicht gesehen? Muss es ja geben. Aber
Das. Wow. Als ich hier stand, hatte ich das große Bedürfnis, diese Fässer zu erschießen. Aber ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht wieso. Hätte ich mal tun sollen, glaube ich. So. Ihr Spackos. Als ob. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Pfeile mehr? Das kann nicht sein. So, jetzt. Ihr seid weg. Das ist gut. Wirft jetzt noch irgendjemand hier. Mit Feuerbomben. Beziehungsweise explodieren die auch, wenn ich... Oder explodieren die wirklich nur, wenn ich da Feuerbomben draufschmeiße? Schuh! Nun denn. Oh. Moment. Was zur Hölle? Nein. Irgendwelche Feuerbomben. Typen. Vor denen ich Angst haben muss. Nee, aber irgend so ein anderer Typ mit einem Bottich. Mit heißem Öl. Nee. Ups. Au, zu früh. Au, ich bin tot. Sehr gut, ich bin ja schon tot. Was sind denn heiße Kohlen oder was? Oh, großartig. Großartig. Ich habe sehr viel Spaß, obwohl ich hier sterbe. Es ist gerade ist wieder so ein Hoch. Ich mach mal eben kurz eine Pause. So, da bin ich wieder. Ich habe festgestellt, dass die Pause, der Part, den ich jetzt noch aufnehmen werde, der wird nicht so lang. Der wird sehr kurz, denn ich habe schon fast wieder eine Stunde aufgenommen. Uah! Und ich denke, das ist wieder so eine Folge bzw. eine Session gewesen, wo ich nicht so unheimlich viel rausschneiden muss. Deswegen... Swoosh! Hier, ich hab Feuer! Brenn! Brenn! Sehr strange. Aber das scheint irgendwie... so ein Dark Souls 3 Ding zu sein, dass manche Gegner einfach voll stehen bleiben, obwohl sie eigentlich normalerweise eventuell mal angreifen sollten. Ne? Ja. So, Kinders. Wenn ich meine Seelen denn wieder haben sollte und nicht vorher dabei drauf gehe, dann gehe ich mit diesen Seelen zum Filing Shrine und werde aufleveln. Hallo. Und dann wird eine Pause gemacht. Nö. Und ich denke mal, das wird dann die Folge begradigen. Wobei ich glaube, den Weg lasse ich jetzt und ich gehe einfach den anderen Weg. Weil die gehen mir eher auf die Nerven als die Bauern hier. Ne, ihr Bauern. Ach, komm. Und chill. Chill, ne? So. Oh! Das Ding. Ich muss mal irgendwann so ein Video machen, wo ich alle... Hä? Achso, da bist du! Man zieht ganz schön weit ab, du. Weiß aber nicht, ob ich das gut finden soll, du. Deswegen backstab ich dich jetzt. So. Ich mach mal irgendwann eine Folge, wo ich ganz viele Waffen ausprobiere. Vor allem welche, die ich noch nicht aus anderen Dark Soulsen kenne.
Das ist jetzt natürlich ungünstig. Die Typen snipen mich jetzt von hinten. Müssen wir gerade gucken. Die explodieren nicht, wenn ich da so hinschieße. Nee. Okay. Bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Oh. Das ging über seine Schulter. Das müsste ihm direkt im Gesicht landen. Oh mein Gott, machen die viele Punkte Schaden. Das ist ja... Ich nehme ernsthaft an, dass das problematisch werden könnte, dass der da oben steht. Nicht? Okay. Dann machen wir es wieder so. Und ins Gesicht. Und nochmal. Oh. Und jetzt. Es ist ein bisschen exzessiv, was du da veranstaltest. Jetzt weiß ich, warum ich gestorben bin, als ich das letzte Mal hier war. So, da sind meine Leichen. Ich meine meine... meine Sachen. Und jetzt werde ich nochmal probieren, mich mit dem Kesselmann anzulegen. So, Kesselmann. Ich schieße jetzt erstmal ins Gesicht. Es wird dir nicht gefallen, aber... So. Oh, Mist! Das war eine Kessel-Kombo. Okay, Kessel-Kombo ist gut. Ich meine, nicht gut. Ist doch alles halb so wild. Der hinterlässt nichts, ist schade. Die Kessel und... Also die Typen, die was auf dem Rücken haben, scheinen... Praise the Agony. Ah ja, komm, ist für jeden in Ordnung. So, Soul of an Unknown Traveler. Ja, hätte mal woanders hin reisen sollen. Echt ein beschissener Ort, um zu sterben, glaube ich. Moment, kann ich da irgendwie runterhüpfen? Nee, da geht's sogar weiter, was zur Hölle. Fire Clutch Ring. Das ist einer mit einem Brett. Es gibt wahrscheinlich, die meisten haben den wahrscheinlich umgebracht. Ich mag Untote, ich lasse sie immer leben, wenn es geht. Dummerweise ist das, kann das meistens auch, beziehungsweise häufig ärgerlich sein hier, weil die auch mal explodieren und dann Krebsgeschwüre aus ihnen wachsen, die einen umbringen möchten. Ja. Okay. Ich glaube, ich mache hier ein Päuschen. Ne? Metzger macht ein Päuschen. Sagt, dass er nochmal eben kurz was ändern muss. Und zwar Jump for Joy weg. Jump for Joy weg. Und Becken. Wo ist Becken? Hier, Becken muss her, ne? Becken! Komm her! Komm her! Ja. Nee. Ich mache eine Pause hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es ist immer wundervoll, dass Leute hier zugucken. Und es ist auch wundervoll, dass Leute immer wieder zugucken. Also, wenn es überhaupt noch Leute gibt, die zugucken, das müsste jetzt ja schon ein bisschen länger sein, aber hey, alles gut. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal mit dem Metzger und bei Dark Souls 3.